Hello, my lame friends! Herzlich willkommen zu Gaming Dragon und zu einer weiteren Episode von Book of Unwritten Tales. Beim letzten Mal haben wir uns ja alle Voraussetzungen geschnappt, um in der Zaubererschule aufgenommen zu werden, und heute machen wir dort weiter. Wir haben ja die erste Prüfung bereits bestanden, wir haben das magische Artefakt. Und jetzt werden wir noch einen Zaubertrick lernen und wir werden noch einen magischen Trank brauen. Und dann sind wir Magier und dann holen wir uns die magische. Dann gehen wir zum obersten Magier-Boss und gehen den gewaltig auf den Sack. Aber ganz gewaltig. Genau, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Muss mal ganz kurz hier stehen die Zutaten und die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man den Trank mixen soll. Am besten kümmere ich mich als erstes um die Zutaten. Ich möchte aber gucken. Was mir noch fehlt. Asthmatische Speckmaden finden wir noch. Okay. Ja, gehen wir mal zum das ist noch eine Karotte, die ich brauche gerade. Karotte brauche ich nämlich für ein Rätsel, gell? Okay? Karotte passt nicht einmal mehr in den Käfig des guten Bertram. Vielleicht futtert er wirklich ein wenig zu viel. Die Karotte passt nicht einmal mehr in den Käfig des guten Bertram. Vielleicht futtert er wirklich ein wenig zu viel. Ich glaube, damit tue ich ihm einen Gefallen. Hallo! Bilbur, was kann ich für dich tun? Ich muss ganz schnell einen Zauberspruch lernen. Und ich dachte, vielleicht könnten Sie... Was denn für einen Zauberspruch? Für meine Diplomprüfung. Ich muss Meister Markus einen Zauber vorführen. Er sagt, dafür muss man Monate üben. So viel Zeit habe ich aber nicht. Ja, ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ich kenne viele Zaubertricks. Tricks? Ich kenne zum Beispiel einen in der Fachwelt weitgehend unbekannten Zauber mit einem Zylinder und einem Kaninchen. Damit kannst du deinen Meister Markus aus den Socken hauen. Ich brauche nur ein Kaninchen und einen Zylinder. Wow. Und Sie können mir den Zauber heute noch beibringen? Keine Sorge. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Also gut. Ich besorge das Kaninchen und diesen Hut. Ich Glückspilz. Fast zu schön, um wahr zu sein. Aber wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, ist es trotzdem bestimmt wahr, sage ich immer. Na, hoffen wir's. Ich gehe dann mal. Gut, dann gehen wir mal und holen... Ich habe gesehen, dass du wiederkommen wirst. Bis dann. Gut, das Kaninchen weiß ich ja, wo ich krieg. Nämlich genau hier. Die Frage ist, ja, ich habe sogar ein dünnes Seil, das ich jetzt hier an diesem Baum... Davon hat mir Opa mal erzählt. Der Baum klemmt unter einem Stein fest. Ein leichtes Zupfen am Seil und die Schlinge zieht sich blitzschnell zu. Hoffe ich zumindest. Und der Falle... Das sollte funktionieren. Karotte nehmen und... Au, 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 au.
Autsch. Nein! Den Göttern sei Dank. Es war nur ausgenockt. Okay, wir haben ein Kaninchen. Ich habe schon genug Krabbelviecher mitgenommen. Okay. Hier stehen die Zutaten und die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man den Trank mixen. Am besten kümmere ich... Ich baue noch immer asthmatische Speckmarben. Meine Hotspots anzeigen, vielleicht finde ich zum Zufall noch was. Hallo Partner, ich denke gerade über Särge mit unserem Logo nach. Was gibt es zu bereden? Das Ding da auf dem Regal, das ist ein Zylinder, oder? Du bist ja ein ganz Schlauer. Naja, ich bin ein Gnom von Welt. Er gehörte meinem Vater. Er hat ihn ständig getragen. Er war Totengräber. Ihr Vater war nicht der Tod? Nein. Ich war der Erste in der Familie, der zur Uni gegangen ist. Würden Sie mir den Zylinder vielleicht kurz leihen? Sie bekommen ihn heil zurück. Du willst ihn reparieren? Nein. Papas Zylinder bleibt, wie er ist. Würden Sie ihn mir dann einfach so ausleihen? Auf gar keinen Fall. Es ist ein altes Familienerbstück. Wegen Ihrer Idee mit den Lebendbestattungen... Nicht so bescheiden. Es ist unsere Idee. Wolltest du nicht Startkapital für uns auftreiben? Naja... Beeil dich. Ich will mit den Tests loslegen. Okay, hier geht das auch. Ich gehe dann mal weiterarbeiten. Ja, Zeit ist Geld. Ja, irgendwie... Aber ich glaube, er hat ja genug Geld. Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Ich soll Sie fragen, ob Sie sich vielleicht an einem Geschäft beteiligen wollen. Dafür habe ich immer ein offenes Ohr. Worum geht's? Der Tod will Lebendbestattungen anbieten. Was sind Lebendbestattungen? Man begräbt Leute, die noch nicht tot sind. Das ist völliger Blödsinn. Ich weiß. Wie viel Kapital braucht er? Aber ich dachte, Sie halten die Geschäftsidee für Blödsinn. Das heißt ja nicht, dass da kein Geld drinsteckt. Überleg mal, der Tod wirft sein bisheriges Geschäftsmodell über Bord und greift aggressiv nach neuen Märkten. Und ich als allgemein anerkannter Experte für die Zukunft sehe da hervorragende Erfolgsaussichten. Aber wer sollte sich denn lebendig begraben lassen wollen? Niemand, das interessiert aber auch nicht. Wir holen uns das Geld von den Kapitalmärkten. Die Anleger werden Schlange stehen. Okay, also kann ich dem Tod sagen, dass Sie ihm Gold geben? Aber sicher, ich komme heute Nachmittag rüber und bespreche alles mit ihm. Bis dahin werde ich schon mal die Gerüchteküche anfüttern. Na gut. Na gut, dann gehen wir Ich gehe dann mal. Gut, dann... Ich habe gesehen, dass du wiederkommen wirst. Ja, das brauchen wir nicht. Gehen wir zurück zu Tod. Ach, da ist er schon. Was genau machst du da? Wonach sieht es denn aus? Ich habe ein Grab geschaufelt. Mit Opas alter Schaufel in der Hand und Papas Zylinder auf dem Kopf. Es ist einfach großartig. Ich habe den reichen Schausteller nach Risikokapital gefragt. Er will vielleicht bei uns einsteigen. Ausgezeichnet. Es wird ein Hit, da bin ich mir sicher. Eine echte Marktlücke.
Man fragt sich, warum da vorher noch nie jemand drauf gekommen ist. Mir fallen da auf Anhieb tausend gute Gründe ein. Und? Wie laufen die Tests? Bisher alles wunderbar. Das Grab war schnell ausgehoben. Den Sarg hatte ich noch herumliegen. Der entspricht natürlich nicht unserem angestrebten Standard. Aber für die Tests wird es reichen. Bestimmt. Gut, dann steig mal ein. Hm? Es war Ihre Idee. Ihnen gebührt die Ehre, als Erster eingebuddelt zu werden. Oh, das ist so zuvorkommend. Ehre, wem Ehre gebührt. Also mit dem Zylinder bin ich zu groß. Kannst du ihn so lange halten? Aber gerne. Sehr angenehm bisher. Jetzt die Erde drauf. Sicher? Natürlich. Nun mach schon. Großartig. Diese Dunkelheit. Stille. Das musst du ausprobieren. Wir sollten später Trauermusik spielen. Und die Kunden könnten sich vorher mit mir fotografieren lassen. Schreib das mal mit, Wilbur. Und für die Hinterbliebenen reichen wir Schnittchen. Hast du das, Wilbur? Schnittchen! Und Salutschüsse. Kanonen, Wilbur! Wir brauchen Kanonen! Einfach nur nein. Ich hoffe, nun ist er glücklich. So, können wir die Schaufel mitnehmen? Ich lasse ihn da drin, bis ich beim Erzmagier war. Sonst versucht er wirklich noch, mich als Nächsten zu begraben. Gut, ich gehe aber jetzt nochmal zum... Gut, ich habe sowohl den Zylinder als auch... Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Ich habe einen Zylinder für den Zauber gefunden. Sehr gut. War er schwierig aufzutreiben? Ich musste ihn den kalten Fingern des Todes entreißen, sozusagen. Na schön. Fehlt nur noch das Kaninchen. Am besten ein weißes. Bin schon unterwegs. Hier ist auch das Kaninchen für den Zauber. Und auch noch ein weißes. Das ist perfekt. Damit haben wir alles zusammen. Komm hier rüber, stell den Zylinder auf den Tisch. Leg das Kaninchen rein. Jetzt lege ich ein schwarzes Tuch in den Zylinder. Das noch hier rüber und fertig. Wie du siehst, ein leerer Zylinder. Aber... Du musst viel mit den Armen herumfuchteln und so weiter. Die Zuschauer dürfen sich den Zylinder nicht zu genau ansehen. Dann sprichst du einige Beschwörungsformen und machst viel Brimborium. Eine hübsche Assistentin hast du wohl nicht, oder? Ist das nicht... Wenn die Spannung am Siedepunkt angelangt ist, dann... Tata! Ziehst du das Kaninchen aus dem Zylinder, aber achte darauf, dass das Tuch im Hut bleibt. Sonst fliegt der ganze Trick auf. Ziemlich clever, oder? Das ist Betrug und überhaupt keine Zauberei. Natürlich nicht. Es sieht aber so aus. Aber ich wollte doch einen echten Spruch lernen. Bist du verrückt? Das dauert Monate. Ich kann mir mein Diplom doch nicht mit so einem Trick ergaunern. Ach was. Du hast gesagt, du willst Diplom-Magier werden. Und du hast gesagt, es muss schnell gehen. Das ist deine einzige Chance. Ja, recht hat er. Was bleibt mir anderes übrig? Viel Erfolg bei deiner Vorstellung. Na gut, dann ab in die Stadt. Entschuldigung, Herr Lehrer?
Was gibt es? Ich würde Ihnen gern den Trick, den Zauber, vorführen. Ich bin gespannt. Wie Sie sehen, ist der Zylinder völlig leer. Hex-Hex? Häschen? Fantastisch. Geht es dir gut? Du hast das Kaninchen im Zylinder fast in ein Schaf verwandelt. Das ist außergewöhnlich, fast unmöglich. In dir muss erheblich mehr Magie stecken, als ich jemals gedacht habe, Wilbur Wetterquarz. Danke, aber ich hatte auch einen tollen Assistenten. Hätte mir jemand gesagt, dass ein Gnom ohne Magier in der Familie innerhalb so kurzer Zeit 2 Diplom-Magierprüfungen besteht, ich hätte es nicht geglaubt. In dir steckt mehr drin, als man erwartet, Wilbur. Danke. Und die letzte Prüfung werde ich nun auch noch bestehen. Ich glaube es nach wie vor. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich würde mich ja gerne hier hinsetzen und den ganzen Tag Bücher studieren. Aber leider fehlt mir dafür die Zeit. Für mich heißt es wohl Learning by Doing. Auf diesem Kästchen steht nichts. Da drin liegen dicke weiße Maden. Das dürften asthmatische Speckmaden sein. Ich nehme sie mit. Ich glaube, ich habe jetzt alles, oder? Ich habe alle Zutaten zusammen. Jawohl. Ich sollte mich ans Brauen des Tranks machen. Die Anleitung steht auf der Rückseite des Rezepts. Na dann? Dann wollen wir mal. Meister Markus, ich beginne jetzt mit dem Brauen des Tranks. In Ordnung? Wie du willst. Aber mach dir nichts draus, wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert. Du kannst es beliebig oft versuchen. Okay, danke. Also los. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Okay, also die Geisterpilze. Und umrühren bis grün. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Schimmelschleimextrakt zu geben und den Trank links herumrühren, bis er rosa ist. Hm?
Vielleicht meint er das schon. Ich hab das Ding nicht rechts umgedreht. Ich probier das mal. Es passiert so und so und nichts. Ich probier's einfach neu. Das war wohl nichts. Es ist nicht so einfach. All die Zutaten und die Farben. Versuch's einfach nochmal. Im Topf. Hallo meine lieben Freunde, das war's vom Book of Unwritten Tales. Ja, am Montag Book of Unwritten Tales. Das liegt daran, dass ich quasi gesagt habe, okay, jede Woche Tages-Dungeon, es kommt doch nicht besonders gut an. Deshalb bringen wir in den Montag wieder mal was Neues rein. Hab Book of Unwritten Tales darauf verschoben. Aber keine Sorge. Tages-Dungeon kommt wieder. Es kommt auch mit dem neuen Addon. Also mit den neuen zwei DLCs. Keine Sorge, wie versprochen, ich kümmere mich drum und ja, es kommt wieder in Abwechslung mit Book of Unwritten Tales. Also unten in der Videobeschreibung der Link zum lieben Lunk, mit dem ich der Elder Scrolls Online Let's Play und natürlich auch der Link zu all meinen laufenden Let's Plays. Ich verbleibe als euer Gaming Dragon mit dem heißen Fario für diesen Part.